Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Finanzminister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Es gibt in Österreich rund 15.000 Sparvereine. Aufgrund der überschießenden Auslegung der Sorgfaltspflichten im Bankwesengesetz zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung hätten die Obmänner dieser Sparvereine nicht nur Namenslisten, sondern auch Ausweiskopien aller Mitglieder an die Bank, die den Verein betreut, übermitteln müssen. Ein Schildbürgerstreich. Aufgrund des enormen administrativen Mehraufwandes haben einzelne Bankfilialen den Sparvereinen bereits mitgeteilt, dass mit Ende dieses Jahres das Sparvereinskonto nicht mehr weitergeführt wird. Die Aufsicht ist sehr streng, wenn es um die kleinen Sparer geht. Beim Hypo-Desaster habe ich diese Strenge und Genauigkeit vermisst. Die Behörden verlieren sich in sinnlose Details und übersehen dabei das Wesentliche. Sinnlos Vorschriften werden mit aller Konsequenz exekutiert, anstatt sich Gedanken zu machen, wie Vorschriften sinnvoll vollzogen werden sollen. Durch diese Art des Vollzugs hätte man die österreichischen Sparvereine in Zukunft massiv dezimiert, wenn nicht mein Fraktionskollege Angerer diese Angelegenheit hier im Hohen Haus zum Thema gemacht hätte. Hier vermisse ich das notwendige Fingerspitzengefühl der Aufsicht. Das sind genau die Dinge, die die Bürger in dieser Republik nicht verstehen und verärgern und in der Folge zu Politikverdrossenheit führen. Auf der anderen Seite werden von der Finanzmarktaufsicht in der Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisikoverordnung Staaten aufgelistet, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung besteht. Man findet aber überhaupt nichts dabei, dass mit Kapitalgesellschaften aus diesen Terrorismusstaaten eine Unternehmensgruppe gebildet werden kann und so im Rahmen der Gruppenbesteuerung massiv Steuern gespart werden können. Diese Art des Steuersparens der Großkonzerne muss endlich der Vergangenheit angehören. Wir fordern daher neuerlich eine Einschränkung der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung auf Kapitalgesellschaften in Mitgliedstaaten der EU und des europäischen Wirtschaftsraumes. Einen entsprechenden Antrag haben wir bereits am 24. Februar dieses Jahres eingebracht. Hier wird sehr zum Ärger der Bürger mit zweierlei Maß gemessen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass solche Schildbürgerstreiche in Zukunft nicht mehr passieren.